darf jetzt ja als Beifahrer, kleiner Service für euch, kein Blitzer.de in der Hand halten, um Heiko zu warnen, dass da ein scheiß Blitzer ist, der ihn jetzt gleich von der vernünftigen Fahrgeschwindigkeit abhält. Und jetzt ist Carsten quasi das Radarwarngerät. Ja, genau. Also ich gucke die ganze Zeit durch die Gegend und wahrscheinlich wird es irgendwann so sein, 30. Wahrscheinlich wird es irgendwann so weit sein, dass wenn ich den Fahrer warne, dass da vorne ein Blitzer steht, dass der Fahrer dafür einen Punkt bekommt. Das war gelb. Wenn der Beifahrer oder die Beifahrerin, so war es ja meistens, BeifahrerInnen, ja, wie auch immer, wenn ich jetzt halt das Blitzer.de in der Hand halte, also quasi für dich, aber auch für mich, ja, weil ich halt wissen möchte, bevor du bremst, weil da ein Blitzer steht, möchte ich ja keine Nackenstarre danach haben. Ja, du möchtest ja auch als Beifahrer vor Gefahren gewarnt sein. Ja, ganz genau. Einfach informationelle Selbstbestimmung, so würde ich das mal nennen. Informationelle. Da wird dir, wenn ich das Gerät aufmache und mir das angucke, der Punkt zugerechnet. Ey, das ist doch absoluter Wahnsinn.